Also wir kaufen jetzt gerade den Gedanken, werde ich jemals aufhören, auf die Dinge anderer Menschen neidisch zu sein? Dafür kriegst du 1 Euro Cent. Schön. Okay. Kriegt der Knur? Ja. Natürlich. Ja, wir tun jetzt deinen Gedanken mal verschönern. Ne? Ja, bitte. Dann kannst du den gerne zurückkaufen. Och, ich lass den erstmal hier. Wir essen erstmal okay. Eis und dann gucken wir mal, ob der Gedanke schön geworden ist. Da wird der Penny nicht. Da sind jetzt Gedanken nicht mehr. Ja, ist an dieser Stelle kitzelt es ein bisschen. Ich weiß nicht, wovon das kommt. Wie fühlst du dich jetzt mit, super, mit deinen neuen mich Gedanken? Ganz toll. Ja. Du musst ins Spiegel schauen. Ja. Oh, toll, toll. Ich bin nicht nur eine Prinzessin, ich bin ein Einhorn. Prinzessin kann jeder. Super, vielen Dank. Bitteschön. Bitteschön. Ja, das ist. You come from America. I come this from America. Is not bitte America. Ja. Schalala. 5 cents worth of. Das ist ja. Hey, aber gut. Das war doch jetzt angemessen. Ja. Naja. Jetzt nicht mal außen vor bleiben. Kann das Walkie-Talkie kommen? Ja, sehr gut. Applaus. Alter, kannst auch lachen. Kannst auch lachen. Hallo. Na, wollt ihr uns einen Gedanken verkaufen? Ja. Ihr kriegt auch Geld dafür. Ja, klar verkaufen wir Gedanken. Ja. Grandios. Ja. Gleich in Kalligrafie. Und den verkaufst du uns jetzt, ja? Ja. 1 Cent kriegst du dafür, ist das okay? Ja. So, jetzt schau mal, was wir aus deinem tollen Gedanken machen. Herr Barbara. Okay, mach das. Ja, daraus wird die nächste Krone gebaut. Ihr macht so Wissenskrone. So, du kannst jetzt deinen Gedanken zurückkaufen. Aha, okay. I've been renovated. Jetzt geht's ab. Ja. Wie fühlst du dich jetzt mit deinem restaurierten Gedanken? Ich fühle mich so restauriert. Danke. Der Gedankensalat windet sich schon. Wir sind mit Gedanken gekleidet. Wir sind Gedanken gekleidet. Wir haben uns in Gedanken gekleidet, ja. Hat sie denn schon bezahlt? Dann möchten wir den Penny wieder zurück, weil du hast ja deinen Gedanken zurückgekauft. Ja, geht ja nicht hier. Ja. Immer diese symbolträchtigen Zahlungen. Ja. Also mit dem Kunstwerk, das putzt ungemein. Spiegelt ja nicht schlecht. Mit dem Kunstwerk, das putzt ungemein. Finde ich auch. Ich glaube, das passt auch zu meiner Haarfarbe. Ja. Erstaunlich, was man aus so einem Gedanken alles machen kann. Ja. Soll ich uns mal einen Spiegel holen? Oh ja, ja, ein Spiegel, sehr gut. Ja, so ist das mit den Kunden. Da kriegen sie hier ein schönes, schönen Gedanken und wollen nicht zahlen. Ne? Am besten noch die Ausrede, ich habe gerade kein Kleid. Dankeschön. Und wie fühlst du dich mit deinem neuen Gedankenhut? Ich bin total inspiriert. Da sind so viele wilde Gedanken in der Dauerschleife. Okay. Wie findest du unser neues designtes Gedankenwerk bei ihr? Schön, oder? Ben, you like it? Ja. Okay. Sollte ich einen freien Moment drin, ein bisschen pornografisch, aber. Softcore. Softcore. Was hast du getan?